Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Craftopia. So, Craftopia neigt sich bei mir so langsam dem Ende zu. Denn viel kann man hier ehrlich gesagt nicht mehr machen. Außer Bosse klatschen, also Dungeons looten, Bosse klatschen und... ja, vielleicht alles automatisieren, worauf ich ehrlich gesagt keine wirkliche Lust habe. Ich hatte zwar schon das eine oder andere automatisiert, werde aber nicht alles automatisieren, weil es fehlt dann einfach nur der Spaß daran. Und das muss ja nicht sein. Man soll ja auch selber noch was machen können. Wir werden jetzt noch einmal die Dinger da oben eintauschen, die wir hier haben. Wo sind sie? Da 16 Stück. Nice, nice. Dann will ich versuchen, die allerletzte Map aufzudecken, die rechts oben in der Ecke ist. Ja, und dann werde ich dort vielleicht nochmal die Kisten looten, um zu gucken, was da für Waffen drin sind. Vielleicht sogar bessere als die, die ich jetzt habe. Und mal schauen. Na, wirst du. Ey, komm, ich habe nur eine Lanze dabei, mit der ich ungern kämpfen möchte. Lass mich in Ruhe. Das Panzer, den Panzer habe ich mittlerweile komplett aufgegeben, weil, ja, das würde mir zu lange dauern, das würde dann irgendwann auch langweilig werden. Ja, ich versuche jetzt noch ein paar Quests abzugeben, zum Beispiel die mit den 5000 Gold für Wasser, die zerstöre 1000 Steine. Kann ich irgendwie gar nicht mehr machen. Ich habe Steine zerstört. Ich bin bei 9.949. Und irgendwie, das geht einfach nicht mehr. So, ich kann es euch ja mal zeigen. Hier bei Mission. Wo ist er? Da ist er. 949 Stein habe ich hier. Und jetzt suchen wir uns mal ein. Machen wir gleich hier unten welche. Das ist sehr nice. Und ihr seht, es wird keine Anzeige mehr gemacht bei mir. Und wenn wir jetzt nochmal hier reingucken. Mission, Stein. Es ist immer noch bei 949. Also entweder ist das buggy, oder es geht in der Stage einfach nicht mehr, diese Quest abzuschließen. Ich weiß es nicht. Ist schade. Aber gut. Ich werde mich... alles klar. Darüber jetzt auch nicht aufregen, weil... die 23 XP, die es da gibt... ja, da töte ich 3, 4 Tiere und da habe ich die auch drin, ne? Use 110 Mana bis 10 Seconds. Ja, gut. Ich habe zwar genug Mana, aber irgendwie, ich verballer nicht 110 auf einmal. Oder heile 110 auf einmal. Ich keine Ahnung. Ich soll mit einem Schlag 200 Damage machen. Das kriege ich auch nicht hin. Das ist einfach nicht machbar für mich. Aber das mit dem Gold versucht man auch. Ich habe extra noch ein bisschen Wasser aufgehoben hier. Oh, ist sogar fast soweit. Ne, 310. Ne, das wird alles hinten und vorne nichts. Und ich muss auch noch auf meine Waffen warten. Nice. Das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Ich wollte das mit der Hand machen.
So. Da liegt auch noch was rum. Hier wird alles mitgenommen. Ja, sehr schön. Stell Mehl her. Das machst du richtig so. Ach, und die Waffen lassen auf sich warten, weil die sauteuer sind und ewig brauchen. Ach, und wegen dem Dragon Rig. Ich hab's gefunden in der, bei mir in der Kiste, aber man kann es irgendwie nicht mehr craften in der Stage. Ich weiß nicht warum. Ja, ich weiß es einfach nicht. Ich habe gerade mal 17 von dem Öl. Für die letzte Map bräuchte ich noch ein bisschen was. Außerdem brauche ich wieder Zahnräder. Und ich brauche Holz dafür. Ja, wir nehmen mal direkt 100 mit. Sicher ist sicher. Ja. So, erstes Schwert ist wieder da. Sehr nice. Und das lässt auf sich warten. Ey, das hier dauert mir eindeutig ein bisschen zu lange, muss ich ehrlich sein. Das ist... Ne. Da gehe ich lieber hier ran. Hat der das jetzt verkauft? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wasser, ja, das ist sau wenig. Hier hatten wir nur das drin. Hier hatten wir den Spaß. Man kann halt auch nichts anderes irgendwie herstellen, um gegen den Drachen zu kämpfen. Aber das werde ich trotzdem noch in Kauf nehmen, denn ich, deswegen bin ich auch hier am Suchen nach stärkeren Waffen. Weil ich den Drachen unbedingt nochmal, oder ich möchte mich unbedingt nochmal mit dem Drachen anlegen. So, ich brauche noch die zwei und das eine Dingsbumsöl hier. Essenstechnisch werde ich auch nichts mehr auf die Schnelle herstellen. Brot kommt da unten rein oder da hinten. Kommt eins noch, dann können wir die letzte Map aufdecken. Nice. Da ist das Tor. hier oben. Ach nee, das ist die vorletzte. Egal, scheiß drauf. So, warten wir die schon nochmal? Lol, so eine Map hatten wir ja noch gar nicht bis jetzt. Direkt hin traveln. Ja. Okay. Die sehen, hier sehen die Mobs auf jeden Fall anders aus. Interessant. Interessant, interessant.
Warum leuchtet dieses Tier rot und ist schwarz? Wagui the Red Shiny Horn. Level 94. Okay, was lässt der fallen? Nichts Interessantes. Nice. Wow. Toll. Da hätten wir... Alter, geh weg von mir. Ein Dungeon. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich es auf jeden Fall nicht überleben werde. Wir werden aber mal reingehen, gucken, was wir aus den Kisten kriegen, ne? Ja. Okay. Das dazu. Bei solchen High-Level-Monstern so ein Dungeon zu kriegen, ist nice. Okay, ich weiß, was mich erwartet. Und der fällt dann... nicht rein, war klar. Taucht der bitte auch wieder auf? Und! Nice! Ach so, ich will noch darüber zur Kiste. Oha, was ist das? Mechanical Parts und Peach Seeds. Ja gut, das mit den Mechanical Parts hat sich ja fürs Erste erledigt bei mir. So, High Level Dungeon, gib mal guten Loot her. Ein Lichtschwert und ein paar schöne Schwerter. Noch ein Lichtschwert. Das werden wir uns gleich mal ganz in Ruhe angucken, was hier rausgekommen ist. So, da wollen wir doch mal gucken, ne? Ein Lichtschwert mit 390 Damage und hier auch nochmal. Die macht 470, meine macht auch 470. Die macht 380, die macht 380. Okay, 480. Aber ich krieg Max Life abgezogen. Was macht dieser Stab? Alter, holy shit! Okay. Aber der macht nur 304. Der kommt auf jeden Fall weg. Die Peach Seeds braucht man nicht. Ich habe Früchte davon. Die kann ich jederzeit eintauschen, ne? Ja, aber... Geh weg! Du bist mir ein bisschen zu high-levelig. Ja, mit den Mobs möchte ich mich hier ungern anlegen, um ehrlich zu sein. Aber hier gibt's richtig geile Sachen, also. Was würde mich der Spaß jetzt alles bringen? 180, 100, 100, 180, 140... 160 und 90.000, so grob geschätzt. Ja. Ja. Hier gibt's keine Kiste, das ist Beschiss. Und was ist das da hinten für ein Turm?
Ist das dieser Pillarturm? Und... Alter, 11 Sterne? Ja, gut. Da ist eine Kiste. Ein 11-Sterne-Erz. Holy shit. Jetzt geh doch mal hier hoch, Junge. Wie viele Sterne hat meine? 9. Okay. Ja, da fehlt noch was. Ein bisschen was. Jetzt ist die Frage, da oben ist keine Kiste, aber da gibt es wieder so einen, so ein Slate-Typsi, der Holz will. Jetzt halt dich fest. So. Halt dich fest. So. Ey, red mit mir. Du kriegst nur die Hälfte an Holz. Vielleicht gibt es ja hier noch einen zweiten, ne? Und da drüben sind Inseln, aber hier ist keine Kiste versteckt. Und da ist wieder irgendwas in der Mitte. Okay. Gegen euch möchte ich nicht kämpfen, danke. Nein, ich will nur die Glocke haben. Und zu den Inseln natürlich rüber. Schaffe ich das bis dahin? Easy. Da sehe ich schon eine Kiste. Ja, und hier ist auch eine. Alter, was machst du für Geräusche? Das hat sich nicht gerade gesund angehört. Ah. Okay. Gab's wieder Adamant? Was ich eh noch nicht verarbeiten kann. Außerhalb scheint es keine Kiste zu geben. Okay, ich habe mich getäuscht. Da habe ich mich wohl doch etwas getäuscht. So, auf jeden Fall bin ich hier erstmal safe. Die Axt macht 400. 340, 350, 305, 320, 310. Ne, das ist meins, was ich bis jetzt habe, viel besser. Aber ich muss das sowieso bald wieder verkaufen. Ich bin schon wieder voll. Auf jeden Fall gibt es hier sehr viele neue Erze. Das ist ja recht interessant. Da ist... Ach, du... Alter, oh, 0 Schaden! Boah, so kann's bleiben, wenn die anderen Mobs auch 0 Schaden machen würden. Und keine Kiste. So, wo sind wir denn? Das haben wir fast aufgedeckt. Die Hammer, gut, ich würde sagen, wir laufen hier oben weiter. Dann aber in die Richtung. Ich will jetzt nur hier gucken, ob es... Da oben sehe ich nämlich eine Kiste.
Ich wollte gerade sagen, ich will gucken, ob es da eine Kiste gibt. Und ich habe sie schon gesehen. So. Warum läuft hier oben eine Kuh rum? Einen Hotdog. Warum nicht? Da ist schon wieder eine Glocke. Ich frage mich, was das mit den Glocken auf sich hat. Relic of Meadow. Wer weiß. Okay, Dungeon. Ich weiß, wenn das jetzt wirklich ein Dungeon ist mit einem Boss-Mob, ich werde es nicht überleben. Ich will da aber trotzdem rein. Lol, gleich einfach mal instant eine Million gemacht. Ja. Muss ich irgendwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Ach, schon wieder so ein... Lol, wie viel Schwein kann man haben, bitteschön? Entschuldigung, ich muss mich kurz bequem hinsetzen. Ich sitze nämlich etwas sehr ungemütlich hier. Wie viel Schwein kann man bitte schön haben? Und instant rein damit. Easy. Na, geh auf. Und wieder so eine Kampfaxt. Francisco 3. Also wenn das auf der Map die ganze Zeit so weitergeht, bin ich glücklich. Dann kann ich hier jedes Dungeon clearen. Ohne mich großartig mit einem Boss angelegt zu haben. Oh, okay. Palladium, ja, okay, ein bisschen Essen, auch immer gut. Aber da hinten wartet ja noch eine Kiste auf uns. Okay. Was? Nee, der hängt fest. Okay. Er hängt nicht fest. Arschlochbär. Na mal, kommt er jetzt wieder hoch? Alter, ist das Vieh auf Speed oder was? Ja, brüll doch, brüll doch. Kommst doch eh nicht hier rein, du Angsthase. Na, kriegst du nämlich Schaden. Ich könnte den Bär jetzt umhauen. Ich kann ihn ins Wasser locken, bis er fast tot ist. Und dann haue ich das Vieh einfach um. Wäre eigentlich eine gute Taktik, um an XP zu kommen. Natürlich kommst du wieder zu mir. Ganz ehrlich. Ich leg mich jetzt mit dir an, ist mir scheißegal. So. Arschloch. Du hast meinen Markt umgerissen. Ich wollte gucken. Ich habe hier die Axt mit 400 weg.
Death minus 5. Nee. Das kann weg. Und das ist einfach nur so ein Doppelschwert. Also können die alle weg hier einmal. So. Und da kommt der Bär wieder. Ich finde das gerade nicht mehr lustig. Dieser Bär. Ja, zwei Dungeons abgeschlossen. Ich denke mal, hier hinten wird irgendwo noch eins kommen, mit Sicherheit. Ich will jetzt nur abwarten, bis der das Zeug verkauft. Das müsste die nächste Million sein. Ach komm! So. Weil du mir immer noch auf den Sack gehst. Ja, 2 Mille gab's. Holy shit. Also wenn das so weitergeht, dann habe ich die 10 Millionen für den Stagewechsel schnell wieder drin. Nur die machen hier halt ordentlich Damage, die Mobs. Aber geben auch gut XP wiederum. Ich hab dich doch. Und Sakuya Hotpot, okay. Oder Sayaramala Dingsbums. Irgendwie so heißt das Essen. Hier oben war ich schon. Ja, also die Map sieht bis jetzt auf jeden Fall richtig nice aus. Ich habe echt mega viel Glück, dass ich so eine Easy Dungeons bekommen habe. Pech nur, dass es da nicht wirklich XP gibt. Gab es jetzt hier oben eine Kiste? Nee. Schade, schade. Hier unten gibt es auch nichts. Dann healen wir uns nochmal kurz. Uah, genau, wenn sowas ankommt. Hier ist kein Dungeon mehr. Schade. Dann gehen wir mal auf den Berg hier hoch. Irgendwo muss es noch was Interessantes geben. Aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.